Liebe Leute, willkommen zum neuen Video zum Thema Sprinter. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze geplant habe und wie es eigentlich so aussieht hier drin. Denn wie ihr im Intro gesehen habt, da ist alles raus oder alles rein oder alles raus, wie auch immer. Ich zeige euch jetzt mal, wie es aktuell hier drin aussieht. Vorne hat sich natürlich nicht viel verändert. Hier im hinteren Bereich ist alles raus. Und dieses Ding gilt es jetzt noch zu entfernen. Hier am Boden kann man die Standheizung sehen. Und wie ich sowas plane und mich auf den Ausbau vorbereite, zeige ich euch am Computer. Hier sind wir bei mir im Büro und hier zeige ich euch jetzt mal kurz, wie ich einen Bus plane, wie stelle ich mir sowas vor oder ja, wie entsteht die Grundidee. Dazu habe ich mir vor kurzem mich inspirieren lassen. Auf Insta kam immer eine Werbung von so einem App. Ich zeige euch das mal kurz hier. Ich habe hier drin meinen Sprinter und schon ein wenig vorbereitet. Die Solarpaneele sind hier natürlich schon mal montiert. Hier dazwischen ist leider nichts, denn da ist das Dachfenster. Und der Innenausbau habe ich mir so vorgestellt. Moment, ich schmeiß das hier mal weg. So. Der Innenausbau habe ich mir mal im Groben so vorgestellt. Das Wichtigste ist hier hinten. Das ist so eine Sitzgruppe, die ich mir so vorgestellt habe. Da kann man auch mal mit 2, 3 oder 6 Leuten bei schlechtem Wetter reinsitzen und die gute Stimmung genießen und man hat einfach mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, wenn da nicht ein fixes Bett drin ist. Und das Ganze liegt dann unter einem Hubbett. Dazu seht ihr dann später mehr, wenn ich das Ganze am Baum bin. Das kann man dann hier runterlassen und hat eine relativ große Bettfläche. Ich habe es hier, schlussendlich ist es dann 1,40 Meter mal 2 Meter. Und das sollte sich dann sehr gut einfügen, denke ich mal. Ob es wirklich funktioniert, seht ihr in 2, 3 Folgen. Hier geht es jetzt erstmal um die Planung. Dann in diesem Programm kann man wirklich alles ganz gut planen. Denn man kann auch viele Details einfügen. Zum Beispiel gibt es hier die Trockentrenntoilette, die ich auch habe. Man muss dann nur schauen, ob sie die richtige Dimension hat. Die kommt bei mir genau dahin, wo sie jetzt steht und kommt mittels einem Auszug, kann man die dann hier reinziehen und sie dann benutzen. Die Größe vom Badezimmer wird auch circa so sein, also von der Dusche mit dem WC. Dann wird hier daneben über der Toilette kommt der Geschirrspüler und darüber der Kühlschrank. Und das sollte nach meinen Berechnungen genau gerade so hier reinpassen. Ich hoffe, dass das klappt alles. Denn bei mir liegt dann die Dusche etwas tiefer. Die hat nicht so einen Rand hier. Und dann sollte das genau aufgehen. Dann ist in der Realität, kommt das Ganze weiter nach vorne. Circa so. Und bis hier haben wir die Kühlschrankkombination und von hier rüber kommt dann der Kleiderkasten. Und auf dieser Seite hier, anschließend dem Bett, kommt die Küche. Aber weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das mache, ich kann euch mal zeigen, wie einfach das ihr hier irgendwas reinstellen könnt zum Thema Küche. So. Machen wir hier mal zu, haben wir etwas mehr Platz. Das möchte ich hier nicht so mitmachen. Na egal. Schauen wir hier mal, ob wir hier eine schöne Küche finden. Es gibt ganz viele Details.
Es wird eine ganz einfache, einzeilige Küchenkombination geben. So, ja, nehmen wir mal sowas hier. Da kann die hier gesetzt werden. Und dann muss man die erstmal auf den Boden der Tatsachen bringen hier. So, dass die nicht schwimmt oder nicht fliegt. Oh, whoopsie. So. Dann kann man die noch richtig platzieren, wo sie dann hinkommen soll. Drehen kann man das hier oben. Ich glaube, das war hier. Ja, genau. Meine Küche wird etwas größer, denke ich. Ich bin mir noch nicht sicher. Hier für die Vorstellung kann man das hier auch anpassen. Ich denke, das wird bei mir so 1 Meter. Oh, das war das Falsche. 0,2. Das hier. Das wird bei mir so 1,50 Meter sein. Das stimmt die Höhe nicht mehr. Ich kann sie leider nicht ganz so hoch nehmen, aber das stimmt so oder sowas nicht. Also können wir hier wieder hoch auf 1,15. Da waren wir vorhin circa. Bei mir gibt es noch Fenster auf der ganzen Länge hier. Das werdet ihr im nächsten Video sehen, wie die eingebaut werden. Die gehen von hinten bis vorne, bis in die Türe. Und um da genug Platz zu haben, wird die Küche nicht ganz so hoch werden. Dann kann man hier natürlich alles anpassen, wie man das gerne möchte. Und schon steht da eine Küche. Ups. So, man kann sich da noch auswählen, was für ein Material man gerne als Platte hätte. Da hätte ich gerne eine Bambusplatte. Die gibt es hier auch. Und so schaut's aus. So kann man sehr genau planen. Also genau planen. So kann man sich mal eine grobe Vorstellung holen, wie das Ganze in echt circa ausschaut. Wie viel Platz habe ich da? Wie groß ist der Gang? Kann man da noch gehen, wenn die Solarpaneele hier weg wären? Noch ein bisschen mehr sehen. So. Hier sieht man zum Beispiel, dass es hier relativ eng wird, aber diese Breite, die stimmt nicht ganz. Ich habe hier eine 40er Zeile und dann kommt das Ganze auch schon wieder besser. Also ihr seht, ihr könnt hier sehr genau einschätzen, was wie viel Platz benötigt und könnt das wunderschön platzieren. Und wie das Ganze jetzt so montiert wird, seht ihr wöchentlich. Ich möchte wöchentlich ein Video rausbringen, wo ihr seht, was ich in der Woche so geschafft habe. Als nächstes kommen die Fenster rein und wie es dann weitergeht, werdet ihr sehen. Und um das Ganze zu eröffnen, gehen wir jetzt nochmals runter auf den Platz und schauen uns da an, wie schwer die Karre leer so ist. Ihr werdet staunen, denn da ist Isolation drin und die große Solaranlage auf dem Dach. Wie das aussieht, bitte. So, auf der rechten Seite haben wir 825 Kilo. Rechts hinten haben wir 680 Kilo. So, und hinten links 775 Kilo. So, dann sind wir im leeren Zustand, so wie er hier steht, mit der Dämmung und eigentlich ohne Ausbau sind wir genau bei 3 Tonnen. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Aber ich weiß nicht, wie genau das Teil ist. Und aus diesem Grund werde ich den Ausbau jetzt so leicht wie möglich ausführen und dann nochmals auf die Waage fahren und schauen, was sich hier so ergibt. Denn ich war ja voll beladen mit 2 Menschen und 2 Hunden und die ganze Ferienausrüstung mit an Bord. War ich beim alten Ausbau bei 3,7 Tonnen. Und jetzt ist mein Ziel, ein bisschen was einzusparen. Dann kommt im Sommer noch die Solaranlage vom Dach und da kommt was Neues.
was mir auch nochmal circa 80 Kilo Gewichtersparnis bringt. Und dann schauen wir weiter. Ich werde euch wöchentlich in Zukunft über meinen Fortschritt ein Video machen. Und da seht ihr, wie es sich so vorwärts geht. Bis bald.